Otto Lilienthal gilt als erster Flieger der Menschheit. Jetzt ist bewiesen, seine Gleiter waren tatsächlich flugfähig. Diese jetzt veröffentlichten Bilder dokumentieren erstmals im Film Testflüge mit einem historisch korrekten Nachbau von Lilienthals Doppeldecker. Ein Wissenschaftler des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt hob damit Ende Juli zu Testflügen in Kalifornien ab. An der Pazifikküste nahe der Stadt Monterey herrschen konstant günstige Windbedingungen. Der Lenker Markus Raffel vom DLR in Göttingen beschreibt das Fluggerät als gut steuerbar und ausgesprochen gutmütig. Es sei bei schwierigen Windverhältnissen noch stabiler als Lilienthals berühmter Eindecker. Mit einem solchen Eindecker war der Flugpionier aus Mecklenburg-Vorpommern im August 1896 tödlich verunglückt. Seitdem standen seine Flugapparate im Verdacht, nicht ausreichend flugtauglich zu sein. 2016 bereits untersuchte das DLR den Eindecker, zunächst im Windkanal. 2 Jahre später hob DLR-Mitarbeiter Markus Raffel in Kalifornien damit ab. Den jetzt erfolgreich getesteten Doppeldecker hatte das Otto-Lilienthal-Museum in Lilienthals Heimatstadt Anklam aus authentischen Materialien wie Weidenruten, Hanfseilen und einem speziellen Baumwollgewebe nach Originalplänen rekonstruiert. Er steht ab sofort in dem Museum als Dauerleihgabe.